Willkommen zu einer weiteren Folge der Pokémon News. Heute gibt es nur eine ganz kleine Ausgabe, denn gestern bzw. heute Morgen wurden die Move-Tutoren, also auf Deutsch die Attackenlehrer, wieder für Pokémon Ultrasonne und Ultramond angekündigt. Die gab es ja zuletzt in, ich glaube, X und Y in der größeren Variante, wo man halt im Kampfresort, bei Omega Rubin war das genau, bei Omega Rubin und Alpha Saphir konnte man im Kampfresort das letzte Mal die Move-Tutoren auffinden, da konnte man für die verschiedenen GP dann Attacken beibringen. Und das wurde in Sonne und Mond nicht wieder fortgesetzt, denn dort haben wir nur in verschiedenen Städten halt zum Beispiel für unsere Starter-Pokémon bestimmte Attacken bekommen oder halt für verschiedene andere Pokémon noch ein paar Attacken bekommen, zum Beispiel Draco-Meteor für ein paar Drachen-Pokémon und dann noch Zenit-Stürmer für Rayquaza halt an einem Ort, aber sonst gab es da keine weiteren Move-Tutoren in dem Spiel und jetzt gibt es wieder richtige Move-Tutoren, wo ihr auch wieder Punkte sammeln müsst, um die verschiedenen Attacken beizubringen. Wir haben ja schon mal dieses Mantax-Surfen gesehen in einem Trailer und das wird nun genutzt, um den Pokémon sich halt die Attacken für die Pokémon halt zu kaufen. Dort könnt ihr dann Punkte farmen, so wie ich das mitbekommen habe, und die könnt ihr dann ausgeben für die verschiedensten Attacken, die ihr dort eurem Pokémon beibringen könnt. Ich finde es cool, dass die auf jeden Fall wieder eingeführt worden sind. Ich habe die nämlich mega vermisst in Sonne und Mond, denn ja, also es war nochmal das Endziel, nochmal das Endstadium, seinen Pokémon richtig coole Attacken beizubringen. Jetzt zum Beispiel hier bei Uras im Kampfresort. Dann gab es bei, ich glaube Platin war das, gab es das in der Kampfzone später noch, aber auch schon vorher konnte man halt im Platin im Untergrund halt diese ganzen Platten da sammeln und dann konnte man zum Beispiel auf Route 212, war das glaube ich, im Blitzach konnte man noch und im Überlebensareal hinter der Top 4, also in dieser Kampfzone, konnte man auch noch den Move-Tutoren aufsuchen und dort dann halt seine jeweiligen Attacken beibringen lassen. Ja, also es gab in fast jedem Game der Pokémon-Spielserie einen Move-Tutoren, der einem was beibringen konnte. In Uras gab es, in Smaragd, in ich glaube in Rubin und Saphir gab es das nicht, aber in Feuerrot, Blaugrün gab es wieder und in Pokémon Kristall konnte man das auch an einer Stelle. Aber sonst, ja, Sonne und Mond hat jetzt einen kleinen, also die haben es halt ausgelassen in der Spieleserie, was ich wie gesagt sehr schade fand, weil ja, es war eigentlich ein Teil der Pokémon-Spiele, dass man noch am Ende seinen Pokémon halt durch die Pokémon-Tutoren da, durch die Move-Tutoren was beibringen konnte, aber na gut, es gibt das jetzt wieder. Ich bin auf jeden Fall ziemlich zufrieden mit der Situation hier, dass man das Mantax-Surfen dafür benutzt hat, weil ich fand das bisher relativ, ja, so, darf man lame sagen? Ja, ich fand es irgendwie schon lame. Es sah zwar ganz okay aus, aber es hatte bisher keinen Sinn und ich finde es jetzt cool, dass sie das mit den Move-Tutoren verbunden haben, dass es ein bisschen Sinn macht, da auch Zeit zu investieren, das zu spielen. Ja, und ich würde einfach mal sagen, das war's für die Folge. Es gibt jetzt noch einen kleinen Reminder zu dem Pikachu, was jetzt derzeit verteilt wird. Das Event für das Ash Pikachu läuft nämlich jetzt nur noch bis zum 23. Oktober, also schnappt es euch noch, wenn ihr noch irgendwie an Codes kommt. Ja, wenn euch das kleine Informationsvideo gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt auch gerne in die Kommentare, was ihr von den Move-Tutoren haltet, ob ihr früher die auch mal benutzt habt und ob ihr es cool findet, dass die jetzt wieder hinzugefügt worden sind. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao, euer Sodo. Tschüss.